Hey Guys, willkommen zurück zu Garden Warfare 2. Wir spielen die liebe Rosie und die liebe Rosie hat, glaube ich, nicht wirklich viel zu tun, weil, seht ihr ja selbst, es sind nur noch 30 Sekunden Spielzeit. Oder 15 sogar nur noch jetzt. Ja, das war's schon. Top! 25.000 Münzen verdient! Weil ich mein fünftes Garten gegen Friedhöfe gewonnen habe. Super. Ja, bis gleich. Jetzt geht's los. Spätzle mit Soß. Jetzt geht's los. Lass mich, schau, ich muss kämpfen. So, hier verteidigen. Ja, ach so, schade. Weiß ich, genau jetzt muss ich verteidigen. Die ganze Zeit habe ich angegriffen. Und jetzt, wo ich Rosie habe und... muss ich... Oh, oh. Ja, was willst du? Muhaha. So. Oh fuck. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel Leben sie hat. Rubaduk. Was? Rubadukzilla, ja. Rubadukzilla hat mich gerade gekillt. So, hier fliegen nur so die Goldstücke umeinander. Das war bestimmt ein Pirat hier in der Nähe. Wow. Stirb jetzt. Wahnsinn. Ich glaube, ich sollte mich an irgendjemanden dranheften. An den hier zum Beispiel. Oder wir gehen zu dritt. Das ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Aha. Nice. Cool, cool, cool. Boah, fuck. Ja, ach cool. Wenn sie stirbt, dann wird sie jetzt wieder zu einer normalen Rose. Das heißt, Rosie, bist du etwa ein magisches Wesen? Du bist eigentlich gar keine lebendige Pflanze oder was? Du lebst nur durch Magie. Verstehe ich das richtig? Hab ich was hier zum Reinsetzen? Da habe ich auch nichts zum Reinsetzen. Scheiße. So. Oh, schöne Sonnenblume. Ich hol dich, Bro. Ich hol dich. So. Level 6. Oh mein Gott. Hier. Ja. Ja, jetzt wie ihr das vielleicht schon seht. Oh je, hier ist was in unserem Garten. Das kann ich nicht zulassen. Hier, fumm. Und fumm. Ah, und schon bin ich tot, super. Die Rosie kann Zombies zu. Oh, haben wir den jetzt schon verloren? Scheiße. Zombies zu in eine Ziege verwandeln. Und soweit ich weiß nicht, ob ihr das bei mir schon mal gesehen habt. Wenn ich in eine Ziege verwandelt werde, habe ich nochmal extra, also Ziegenfähigkeiten. Die Ziege hat quasi eigene Fähigkeiten. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich hier gerade mache. Einfach mal vorlaufen. Ja. Leute, der Teleport ist aber auf der anderen Seite diesmal. So. Oh, oh.
Oh je, oh je, oh je, oh je. Ah, da ist ein, da ist ein, da, ich wollte gerade sagen, da ist ein. Aua. Ah, jetzt hat er sein Schild noch gemacht, sonst hätte ich ihn vielleicht sogar erwischt. Ach, da liegen wir alle. Scheiße. Nein. Boah. Da ist noch einer. Habt ihr das gesehen? Die Angriffe von der Rosie verfolgen ihr Ziel. Explodiert. Oh nein. Oh. Hat der uns jetzt alle gekillt? Das kann auch nicht sein. Die Schüsse von der Rosie verfolgen ihr Ziel, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Was eigentlich ziemlich geil ist. Müsste mal darauf achten, die fliegen dann so im Boden. Nö, ne? Wie hat der das abgewehrt? Der schon wieder. Alter, wie schnell killt die mich denn? Jetzt kriege ich dann gleich einen Flipper, ey. Hoppala. Ich mache hier gleich mein ganzes Zimmer kaputt. Ah! Oh Gott, ich will nicht sterben. Aua. Ja, und diese Y-Fähigkeit von ihr, die macht irgendwie auch keinen Schaden. Ich weiß auch nicht. Die ist irgendwie, Nein! Rosie ist halt wirklich der Supporter bei den Pflanzen. Stirb, du Scheißwicht. Ja. Riesenvorlage, was ist denn eine Riesenvorlage? Gegen den Wicht habe ich ja noch eine Chance, aber du hier, du regst mich tierisch auf. Blöd. Oh. Au, au, au. Eierexplosion, ja, du. Dankeschön. Alter! Der hat mich jetzt schon 6-mal gekillt. Ich glaube, dass der richtig krass ist, der Kerl. Oh, ja, schade. Komm, wir bleiben zusammen. Ich helfe dir und du hilfst mir. Seht ihr das? Die Kugeln folgen den folgendem Ziel. Na, komm schon. So sag ich doch, so ein Wicht kriege ich noch hin, aber dann wird es schwierig. Weg. Ja, und dieses arkane Enigma ist halt geil, weil mich keiner mehr angreifen kann. Gar keiner mehr. Das ist. Du kannst zwar angreifen damit, aber du machst halt 20 Damage AOE. Aber das ist nicht so toll eigentlich, finde ich. Lieber zum Abhauen, weil du machst selber als Rosie irgendwie nicht so viel Schaden, das Gefühl. Nein! Ich wollte ihn gerade in eine Ziege verwandeln. Schade.
Rosie alleine ist nicht ganz so gut, aber ich glaube, wenn man die mit einer richtigen Kombination mit einem anderen zusammenspielt, dann kann die schon abgehen. So ist es nicht. Die ist halt nicht zum Killen da, ne? Mit der macht man halt keine Kills. Mit der beschäftigt man einfach nur den Gegner eben durch ihre Zeitblase. Boah, mit ihrer Zeitblase oder mit dem Ziegen verwandeln. Oh, das war jetzt dumm. Nein, jetzt verfehle ich ihn. Ja, bei der Ziege, da muss man echt genau zielen. Also ganz genau zielen, weil sonst... Sonst wird das nichts. Bam. Sehr cool. Was ist da oben jemand? Da ist jemand. Da muss halt nicht unbedingt so mega genau zielen mit ihr, weil... Die Fähigkeit ist halt richtig gemein, ne? Von dem Wicht. Dieses Feld. Sieht es gerade echt gut aus für uns. Wer knallt mich da? Okay. Oh, was war das? Die Wichtkata. Ja. Komm schon, die 30 Sekunden müssen wir jetzt noch durchhalten. Das werden wir doch jetzt wohl noch hinkriegen. Au, 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 nein. Nice. Nice, Leute. Geschafft. Sehr cool. Also, wie gesagt, Rosie ist ein extremer Supporter. Alleine nicht so, aber... wenn du immer mit einem zusammen rumläufst und ihn eben supportest, indem du die Gegner verlangsamst oder sie in Ziegen verwandelst, glaube ich, kann die schon was reißen. Dann kann die schon was reißen. Bester Spieler, ja, das denke ich mir, denn in der Mitte, dieser Ingenieur, der war echt krass. Ich war sogar gar nicht so schlecht. Mittelfeld, ja, warum nicht? Für das, dass ich Supporter bin? 14 Abschüsse? Ja gut, und 14 Mal bin ich gestorben. War doch eigentlich ganz in Ordnung, würde ich sagen. Nice. Ja, und ich glaube, jetzt schreit dann mal ein Sticker-Opening, würde ich sagen. Aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Freut mich, dass ihr dabei wart. Lasst ein Like da, wenn ihr möchtet. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Also bis dann. Tschüss.